Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Was habt ihr zu berichten? Im letzten Part haben wir auch nicht wirklich viel mehr erreicht. Allerdings weiß ich seit dem letzten Part, wer denn diese besondere Ansprechperson ist. Denn ja, wir haben nämlich gesagt bekommen, fällt mir gerade wieder ein, weil es schon ein bisschen her ist, wo ich das letzte Mal ein Video davon bearbeitet bzw. aufgenommen habe. Und ja, wenn ich in der Stadt bin, soll ich auf den Boten des Graufuchses Ausschau halten. Ich weiß jetzt, wer dieser Bote ist. Problem ist nur, irgendwie werde ich weiterhin hierher geschickt, wahrscheinlich weil ich weiter Zeug verkaufen soll. Ich gehe jetzt trotzdem mal in die Kaiserstadt, weil ich halt auch weiß, wer das ist. Wer diese besondere Person ist. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wo sie wohnt. Ja. Ich möchte jetzt auch noch gar nicht sagen, wer es ist. Wow, da glaube ich irgendeinen Fehler gerade. Also ich weiß, wer die Person ist. Einen wunderschönen guten Tag. Schade, dass die kleineren Buchhändler alle dicht gemacht haben. Aber ich weiß nicht, haben. Wo diese Person mich befindet. Nicht standhalten. Das ist doof. Jederzeit. War das überhaupt in dem Bezirk? Ich glaube nämlich. War das ein Talosplatzbezirk? Ich habe keine Ahnung mehr. Ehrlich, ich weiß es nicht. Würde irgendwie Sinn machen. Bitte nur eine einzige Münze. Nee, nicht wirklich. Welcher von ihnen mich bedient hat. Alle drei sind freundliche Gesellen. Aber eigentlich müsste die Person ja auch auf uns zukommen, nicht andersrum. Deswegen kapiere ich es halt auch gerade nicht. Wo ist denn... Wo die Person sich denn befindet? Mann, wir haben diese Person auf jeden Fall schon mehrfach getroffen. Und das war mir irgendwie auch schon klar, dass es diese Person ist. Aber ich habe diese Person irgendwie seitdem nicht mehr gesehen. Ich Meister Rattels Haus? Vielleicht ist sie ja hier. Nee. Mein Name ist Carven. Erinnert euch, eines Tages werde ich reich und berühmt sein. Natürlich, natürlich. Ja. Und jetzt habe ich es auch schon verraten. Es ist Meister Rattel. Ja, ich weiß nur nicht mehr, wo sie war, beziehungsweise wie ich da hinkomme. Beim Palast war es nicht, ne? Oder? Ich nix weiß. Ach, genau deswegen habe ich mich so vor der Aufnahme gedrückt, weil ich keinen Plan mehr habe, wo die ist oder ob ich überhaupt zu der muss. Es kann halt natürlich auch genauso gut sein, dass ich erst weiter verkaufen muss. Bei uns schickt er die Quest weiterhin zum Zeugverkaufen. Weswegen ich in der Annahme bin, dass ich weiterhin Zeug verkaufen muss, bis dann Mesretel irgendwann auf uns zukommt. Ja, doof, dass ich es schon verraten habe, ne? Was denn nun schon wieder? Eigentlich wollte ich ins Schloss rein. Ja gut, ja. Hust, hust. Gucken wir mal. Wie ich sehe, ab... Ja, immer noch. Hier bringt uns immer gute Geschäfte. 623. Gut, was kann ich denn da verkaufen? Ich glaube, die Zwergenhandschuhe. Ah, wobei, nee, lasse ich mal lieber. Die Pelzstiefel brauche ich auf jeden Fall nicht. Ein exzellenter. Die Lederhandschuhe brauche ich nicht. Ansonsten habe ich halt nicht. Nein. Nicht wirklich was. Denk daran.
Schatten mögen euch verbergen. Das ist halt doof, ne? Das ist halt richtig doof, dass ich mich hier nicht wirklich... dass ich nicht wirklich was da hab. Upsala, da musste ich leider cutten. Hat mich genau zum richtigen Moment aufgenommen, da wo meine Mutter vom Gassi gehen mit dem Hund kam und essen wollte. Ja, habe ich super gemacht, bin stolz auf mich. So, da geht's zum Kerker. Da wird es nicht allzu viel noch geben. Ich gehe gerade mal wieder zu Orin und verkaufe das Zeug. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel wert ist. Wäre es dann zumindest etwas, wo unserem Konto gut. Wie ich sehe, arbeitet ihr für den Grau. Hier bringt uns immer gute Geschäfte. Ja. Ja. Ja, gut. Bisschen was halt, ne? Falls irgendwas ein Klingeln oder so hören solltet, das liegt dann an dem Hund, der gerade neben mir liegt. Denkt daran, hier bringt uns immer Schatten mögen euch verbergen. Gut. Dann schaue ich mal nach weiterem Zeug, das ich verkaufen kann. So viel ist es jetzt auch nicht wert. Oh, okay. Ich sag gar nichts mehr. Okay, wenn es jetzt auch nur ansatzweise so viel wert war, wie jetzt gerade dran stand, dann sieht es ganz gut aus, soweit. Also ich mache jetzt einfach mal weiterhin 100 Stück, weil das bis jetzt halt immer so wie ich war. Hier bringt uns immer gute Geschäfte. Und dann sehen wir weiter. Ja gut, nur 33, ja. Sicher, warum nicht? Ich kann es vielleicht sogar an den ehemaligen Besitzer... Na gut, ihr seid ein harter Fall. Sicher. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Also ich würde mal sagen. Sicher, warum nicht? Bekommt das klingt nach einem angemessenen. Ein exzellentes Geschäft. Hier bringt uns immer Schatten mögen euch verbergen. Bis jetzt kam noch niemand. Eventuell ja, wenn ich in die Kaiserstadt gehe. Könnte ja durchaus sein. Weil es hieß ja, ich soll dann mich vorbereiten auf das nächste Mal, wenn ich in der Kaiserstadt bin. Das Hauptproblem, was ich heute habe, ist die Tatsache, dass jemand, also derjenige, von dem ich das jetzt angeschaut hatte, der hatte schon an die 1700 Sachen an Hehler verdient. Oh Gott, deswegen war das ein wenig doof für mich, aber gut. Über das Team Hotel, da wird es ja nicht sein. Ich hoffe, es lohnt sich. Was hoffst du, lohnt sich? Boah, ich habe keine Ahnung. Was ist? Ich weiß es echt nicht. Es würde Sinn machen beim Elfengartenbezirk, aber ich weiß es leider echt nicht mehr.
wo sich Mesratel befindet, weil die hatten wir ja schon mal. Ich frage mich nur, wie man das machen soll, wenn man keine Ahnung hat, wer der Bote ist. Bitte nur. Ich bin so hungrig. Möge der Schatten euch segnen. Hallo. Seid gegrüßt, Ork. Okay. Mann. In welchem Bezirk war das denn nochmal? War das hier im Tempelbezirk? Das kann halt auch sein. Und genau, sowas sind ja dann richtig mies wieder. Das ist halt einfach so nervig. Du hast keinen Plan, was du als nächstes machen musst. Und deswegen habe ich mich auch so ein wenig gedrückt vor der nächsten Aufnahme, weil ich halt einfach keinen Plan hatte. Ah, Mann. Ich meine, Mestratels Haus steht am Hafen. Ob sie da vielleicht irgendwann wieder herkommt? Hm. Hallo. Hallo. Tschö. Guten Morgen. Boah, das ist so nervig, nicht wahr? Ich weiß jetzt halt nicht, soll ich weiter verkaufen? Soll ich nach Mestratel suchen? Was muss ich tun? Ich weiß es einfach nicht. Ich hätte vielleicht mal in der Zwischenzeit nachschauen können im Internet, was man jetzt denn tun muss. Ja, ich weiß. Aber ich möchte eigentlich sowas selber rausfinden. Außerhalb vom Internet. Grüßt. Gruß euch. Was habt ihr zu berichten? Wer es Kooma handelt. Balla. Und eine Menge davon geht an die Renreira Kren. Wenn das Kaiserreich den Skooma-Handel nicht unterbindet, wer dann? Ich war das gerade mal ein paar Stunden. Weil es ist ja abgeschlossen, warum auch immer. Hä? In einem Traum nähert ihr euch einem uralten Vampir, da ihr soeben einen gefährlichen Auftrag für ihn ausgeführt habt. Seid ihr stolz, gewillt und sicher, dass er euch nun noch größere Macht verleihen wird. Die Augen des gesamten Clans ruhen auf euch, während ihr zum Podium schreitet. Und auf... Er schreitet, auf dem er wartet. Wird euch klar, dass der Auftrag in Wirklichkeit noch nicht abgeschlossen ist und dass euch all eure Vampirkräfte verlassen haben. Ah. Warum auch immer, ich hab doch erst Blut getrunken. Mein Retail ist natürlich immer noch nicht da. Also, manchmal kapiere ich das mit dem Vampir sein echt nicht. Ich meine, ich hab doch erst Blut getrunken. Hallo? Ah. Toll, mein Retail ist natürlich nicht hier. War das, glaube ich, nochmal 2 Stunden? Werden die sich dann hinten in dem Garten treffen? Nee, da steht sie auch nicht. Ich hoffe, ich kann. Nö. Schatten mögen euch verbergen. Das gibt's doch nicht. Fühlt ihr euch nicht gut? Ihr tragt die Schatten gut? Die hat auch absolut nichts zu sagen. Schatten mögen euch verbergen. Das gibt es doch nicht. Und warum habe ich eigentlich immer noch die Hirschlederhandschuhe an? Die sind zwar nice zum Beobachten der Lage und so, aber man braucht sie nicht ständig tragen. So. Sieht man mal wieder die Leute. Jetzt dachte ich gerade, da baumelt einer.
würde sagen, ich breche einfach mal ein paar Häuser ein. Ich meine, ich kann's ja. Sprecht. Na und so. Also wenn ich bis zum Ende dieses Parts immer noch null Fortschritt mache, dann werde ich mich mal auf jeden Fall erkundigen. Na gut, schlechtes Haus, weil Herberge. Ich hoffe, es lohnt sich. Von wem? Seltsam. Boah, wo befindet sich denn Metretel? Oder muss ich wirklich einfach weiterverkaufen? Ist es das, was man erreichen möchte von mir? Ich hoffe, da schläft jetzt jeder. Offenbar ja. Na. Gut. Wow, schwieriges Schloss. Ganz normal geschafft und dann war nicht mal was drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass ein Bett nicht so hingehört. Zwei Gold. Immerhin. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit, was ich finden kann. Und eventuell nicht voller Blödsinn ist. Hier ist einfach nichts Wertvolles drin, ey. Aber absolut gar nichts, was auch nur ansatzweise wertvoll sein könnte. Das gibt's da gar nicht. Na, immerhin mal Stoff. Ist jetzt aber auch nicht so das Wahre. Hat ja gar nichts, was für eine, also was für ein armer Mensch habe ich, will ich denn hier überfallen? Entweder der hat alles schon verkauft, das kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, dass er deswegen einfach nichts mehr hat und ich hoffe jetzt einfach, dass er schläft. Hier Schlederhandschuhe, please. Okay, da drüben schläft er. Oh, 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 oh. Okay. Nice. Da drüben werden wahrscheinlich sogar noch bessere Sachen sein. Zeit für euch zu gehen. Entschuldigung. Ich hab den nicht ausgeraubt, nein. Hust, hust. Also, dann gehen wir mal wieder zurück nach Anvil. In der Hoffnung, nicht zu sterben. Das ist so unlogisch immer. Das ist sowas von unlogisch. Ich laufe quer durch die ganze Stadt, aber erst, wenn ich dann an der Stelle bin. Ah, shit, ich verbrenne. Ah, ah.
Erkennt ihr das Problem? Erkennt ihr diesen Frame Drop? Erkennt ihr ihn? Oh, Mann. Wie ich sehe, hier bringt uns immer gute Geschäfte. Na dann. Ich vermisse die 60 FPS vom Anfang der Aufnahme. Sicher, warum? Ein guter Preis für einen... Sicher, warum nicht? Ich... Das klingt nach einem angemessenen... So, und jetzt wird's dann gleich noch besser. Sicher, warum nicht? 17, sicher, warum nicht? Stahl, ich kann es vielleicht sogar an den ehemaligen Besitzer zurückverkaufen. Sicher, warum nicht? Boah, ey. Das ist ein gutes... Der verkauft das Zeug wirklich so wenig. Ich finde es ein bisschen doof, dass es falsch in der Version nicht geht. Ich habe allerdings schon gesehen, dass es trotzdem auch eine Version gibt, wo das alles gefixt wurde, wo auch ein bisschen anders aussieht. Und ja, da passt es dann auch alles. Ja, bis 19 Uhr. Das müsste eigentlich gehen, soweit. Schon wieder 22 Minuten, ohne dass was passiert ist. Also ich glaube wirklich, ich muss danach schauen, was ich da wirklich machen muss. Weil ich habe echt keine Ahnung. Muss ich weiterverkaufen? Muss ich mein Tratel suchen? Wenn ja, wo ist sie? Das ist halt wirklich so ekelhaft. Wie geht's? Wir haben 19 Uhr. Wie geht es euch heute? Ich glaube, ich bleib gleich mal hier im Anvil und raub da mal noch den einen oder anderen aus. Sagt es. Aber ja. Dann passiert wenigstens noch etwas. Weil ich meine, später werden wir. Es wird noch weitergehen. Das kann ich ja schon mal verraten. Es geht noch ein bisschen weiter. Einige Missionen. Aber ja. Ist halt doof, dass ich halt an sich überhaupt keinen Plan habe. Oh, Heinrich Eichenrumpf ist ziemlich... Ja, reich würde ich sagen. Scheinbar besitzt da viel Zeug, aber nichts dahinter, ne? Hoffentlich befindet sich keiner in dem Raum drin, weil sonst wär's mies. Schön. Ah ja, Stahlhelm. Immerhin, die Kleidung ist ein bisschen was wert. Schon traurig, das Wertvollste, was er hat, ist Kleidung. Oh, sirotinischer Brandwein. Nice. Flugblatt, Brief. Alles nicht so was Wertvolles, ne? Spricht mir mal jemanden ein, der ziemlich reich ist. Oh, okay, soviel zu dem Thema. Und findet nichts, würde ich eigentlich noch sagen. Aber gut, soviel zu dem Thema. Finden wir uns, nehme ich auf jeden Fall mit. Das finde ich so witzig. Keiner kennt die Pflanze Nirnwurz. Aber bei ziemlich vielen Leuten steht es einfach mal so als Deko im Haus. Das ist komisch irgendwie. So.
dann gucken wir nochmal hier, ob hier vielleicht was drin ist. Nee. Einfach mal so ein paar Bücher mitnehmen, warum nicht? Gibt bestimmt auch das ein oder andere. Die haben auch gute Tränke. Mir ist übrigens nie aufgefallen, dass man auch die Schränke öffnen kann, nochmal extra. Also das ist jetzt nicht, aber so das hier zum Beispiel, ist mir nie aufgefallen. Ich nehme einfach gerade mal alles mit, was irgendwie Wert hat. Sogar das Geld nehme ich mit. Auf nach... Ja. Schloss an Wiel. Dann verkaufen wir noch ein bisschen Zeug. In der Hoffnung, diesmal auf die höhere Zahl nochmal zu kommen. Ist danach gehe ich nochmal in die Kaiserstadt. Wenn ich danach immer noch keine Ahnung habe, dann muss ich mal Metretel suchen. Oder halt im Internet besser gesagt. Suche ich dann mal im Internet nach. Ja, das ist dann natürlich saudumm gelaufen. Eigentlich wollte ich hier mal endlich weiterkommen. Wird aber scheinbar nichts. Oh, jetzt ist der nicht hier, jetzt frisst der. Mann. Ja, ich weiß. Gruß euch. Ah, da ist er ja. Boah. Wie ich sehe... Hier bringt uns immer gute Geschäfte. Dann hier, nimm meine ganze Kleidung, die ich da hab. Nimm alles. Sicher. Ja, die 800 haben wir dann auch. Sicher, warum? Sicher, warum? Sicher, warum? Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt erstmal die 1000 brauchen. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Aber gut. Selbst wenn das jetzt nicht der Fall sein sollte und ich wirklich Metretel suchen muss, ist es ja auch nicht so schlimm, weil dann haben wir schon mal für die nächsten Ihr seid Aufträge, ein harter Fall. Die genau gleich sind, auch schon angefangen. Sicher, warum nicht? Und das ist doch auch nicht so schlecht. Ne? Das klingt nach einem An... Oh Mann. Sicher, warum nicht? Gut, Bücher geben jetzt auch nicht allzu viel. Sicher. Ein exzellenter. Aber gut, wir haben einiges. Sicher, warum nicht? Ich kann. Heinrich Eichenrumpf. Ihr seid ein. Lassen. Das ist ein. Und. Das bekommen wir jetzt halt alles gut geschrieben, ne? Das ist ein echtes. Sicher, warum nicht? Ich kann es vielleicht sogar an so, den ehemaligen Besitzer... So, Diamanten, ehrlich jetzt. Das ist ein echtes... Also da sieht man mal, der ist echt... Puh. Das ist ein... Für ein Dia. Hallo? Das klingt... Sicher... Das ist ein bisschen wenig, meiner Meinung nach, aber gut. Wir haben es ja gleich. Daran habt ihr viel Gold verdient. Denkt im Großen und Ganzen nochmal. Hier bringt uns immer gute Geschäfte. Fast nochmal 100er mehr. Ja, den werde ich mir auf jeden Fall merken, den Heinrich Eichenrumpf. Moment mal, fehlen jetzt nur 4. Hier bringt uns immer gute Geschäfte. Okay, weil sonst hätte ich jetzt nämlich gerade noch das eine verkauft. Da den Reparaturhammer. Aber gut. Schatten mögen. Apropos Reparaturhammer. Hab ich denn gerade was zu reparieren? Was ich nutzen kann. Drauf. Wenn es aufhören zu leer würde zu laggen.
Ja, endlich ist er kaputt. So. Hat doch ganz genau gefunktioniert. Sehr schön. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Ich wär's. Wobei, stimmt ja, ich wollte noch in die Kaiserstadt. Und hoffen, dass meine Aufnahme so lange aushält. Falls nicht, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Na gut, ich glaube, noch reicht's. Wie schon gesagt, falls es doch nicht sein sollte, dann verabschiede ich mich schon mal jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen, für Likes und Kommentare. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin. Oder auch nicht. Bye. Au. Stimmt ja. Ich brenne ja immer noch so leicht. Au. Tempel des Einen. Da waren wir auch noch nicht drin. Aber da können wir jetzt schon warten. Wie geht es euch? Nein, wir können hier nicht warten. Aus den Aua. Okay. Was ist? Aua. Das tut weh. Sehr weh. Aua. Der Anvil-Leuchtturm ist vielleicht meine letzte Rettung. Au. Das ist ja gar nicht der Leuchtturm, Mist. Ah ja, doch nicht. Das ist ja gar nicht der Leuchtturm von Anvil. Wir sind ja gar nicht in Anvil. Ich habe das Problem erkannt, warum das hier nicht der Leuchtturm von Anvil sein kann. Wo geht's hier raus? Ja. Autsch. Ich spare, um. Ja, schön, dass du sparst. Möge Stendar euch segnen. Wo geht's denn hier lang? Ich kapier's nicht. Mann. Au. Langsam tut's weh. Zum Glück nur ganz langsam, aber es tut halt weh. Ach. Sterben wir jetzt nicht. Jetzt hier, zack, 30 Piraten tot. Ja gut, dann würde ich sagen, warte ich hier auf den nächsten Sonnenuntergang. So. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, für Likes und Kommentare und im nächsten Part wird es dann hoffentlich endlich mal weitergehen. Wenn ich nicht die 1000 haben muss oder so. Ich habe keinen Plan. Bis dahin. Oder auch nicht. Bye.